Achtung, liebe Zuschauer, dieser Film enthält Szenen, die Ihr Weltbild auf den Kopf stellen oder Sie gar schockieren könnten. Das ist nämlich die Geschichte, wie Männer das Putzen lernen, wie ihre Frauen darauf reagieren und wie männliche Erfinder mit pfiffigen Hightech-Ideen gegen den Schmutz vorgehen. Nein, das ist kein Science-Fiction und auch kein Horrorstreifen, sondern ein Film über die neue Manneslust am Saubermachen. Grundsätzlich sind Männer genauso talentiert wie Frauen. Nur aus der Historie raus stellt man sich natürlich beim Putzen immer eher eine Frau vor wie ein Mann. Das finde ich aber ehrlich gesagt doof, weil das ist nicht mehr die heutige Zeit. I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see. In Freiburg entdecken wir Kurioses, einen Männerputzkurs. So, dann nehmen wir hier auch mal noch so ein bisschen Schokolade, ja, und treten das mal hier richtig rein, so wie es eben zu Hause auch ist. Zuerst machen die Herren der Schöpfung das, was sie besonders gut können: Flecken. Anschließend versucht ein Mann, seine Geschlechtsgenossen in die Geheimnisse des Reinemachens einzuführen. Kann das gut gehen? Sonst sind wir doch zu Hause eigentlich die Sklaven. Also die Frau sagt ja, mach das, mach das, mach das. Und wenn man da nicht auf einer Augenhöhe ist, wird es schwierig. Und das versuche ich halt heute ein bisschen zu erreichen, dass man da hinkommt. Ein Punkt reicht.